euch jetzt mal zeigen, wie Anarchisten in Mexiko Kaffee kochen. Ja, nehmen wir erstmal Kaffee. Der ist von Katja. Vielen Dank nochmal. Ja, brauchen wir denn noch? Den brauchen wir. Und ja, Kaffeefilter würde ich sagen. Und Kaffeefilter haben wir leider nicht im Haus. Aber ich habe hier so einen Beutel. Ja, seht ihr schon, der ist schon ein paar Mal benutzt worden. Da waren damals High Heels drin verpackt, die wir in China gekauft haben. Und ja, das Ding benutzen wir jetzt einfach als Kaffeefilter, ne? Stülpen wir einfach mal hier rüber. Ja, dann nehmen wir etwas mehr. So, Kaffee haben wir drin. Und jetzt kippen wir da einfach mal heißes Wasser rüber. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass der Beutel da nicht reinfliegt. Das ist nämlich schon mal passiert. Was machst du da? Ja, so, hier haben wir den Kaffeesatz. Der kann jetzt weg. Der kann gewaschen werden. Das übernimmt meine Frau. Und ja, wir trinken jetzt mal Kaffee. Ja, zwei Tassen ohne Henkel. Da hat meine Frau immer so ein Talent für. Ja, zwei lecker Kaffee und den trinken wir jetzt erstmal gemeinsam. Ich wünsche euch was.